diejenigen, die es eben sehen. Ja. Sie müssen dann halt über Ihre Schultern mal zu mir gucken, so ist das gut. Prima. Herr Sprungholz, so ist gut. Präsident der Lions Frankenberg, Günter Weil. Heute wurde ein Gewinn, der Hauptgewinn, übergeben. Der Adventskalender der Lions, mal wieder ein großer Erfolg. Der Adventskalender war von Anfang an ein großer Erfolg und hat wesentlich und trägt wesentlich zu den Spenden bei, die wir eben anschließend weitergeben können, damit wir zu den Mitteln kommen, die wir letztendlich brauchen. Sei es in diesem Falle für die Teddyklinik. In der Teddyklinik werden zum Beispiel die Kinder dazu gebracht, oder wollen wir die Angst nehmen vor den Ärzten oder vor dem Arztbesuch. Wir wollen wir haben jedes Jahr unseren Förderpreis, den wir mit 3.000 Euro dotieren, in diesem Jahr das erste Mal auch ein Stück weit erweitert, gerade für die Bambini-Feuerwehr in Roda, damit man auch hier den Kindern die Möglichkeit gibt, mit Freude dem Hobby und anschließend doch dem Hobby als Beruf oder eben auch als ein Stück weit als Berufung eben weiterzukommen. Wir unterstützen weiterhin Katastrophenhilfe. In diesem Jahr haben wir dem Ahrtal eine größere Summe zur Verfügung gestellt über Lions. Und wir haben jetzt auch der Ukraine sehr viel zur Verfügung gestellt auf dem direkten Weg, damit unterwegs, bis es tatsächlich dahin kommt, wo es hinkommen soll, nichts verloren geht. Der größte Teil der Einnahmen durch den Adventskalender wird aber regional verwendet, haben wir hier gehört. Also unter anderem die Tafeln, andere soziale Organisationen, die hier Geld brauchen. Und das ist besonders wichtig, ist auch den Lions ein Anliegen, regional tätig zu sein. Die Hauptsummen kommen oder gehen eigentlich hier in die regionale Hilfe. Auch was eben Ahrtal ist in diesem Falle mal eine Ausnahme gewesen. Ansonsten auch die Ukraine-Hilfe ist hier in die Region gegangen. Wir haben auch zum zweiten Mal schon die Kinder der Tafel mit Überraschungen zu Weihnachten erfreut. Das waren insgesamt auch 5.000 Euro, die wir hier ausgegeben haben, und haben alle Tüten für die Kinder selbst gepackt. Und diese haben wir auch altersgerecht gepackt, indem uns die Tafel für ihre, so sagt man bei der Tafel, Kunden, dann eben auch altersgerecht oder das Alter vorgegeben hatte, sodass wir dann eben auch altersgerecht handeln konnten. Jetzt sind ja nicht nur die Mitglieder der Lions, die dich betätigen, auch organisatorisch und so weiter, sondern es gibt auch Sponsoren, die nicht unbedingt Mitglieder der Lions sind, und denen haben die Lions natürlich auch einiges zu verdanken. Das ist richtig, und das ist für uns sehr wichtig, dass wir Sponsoren haben, gerade in der Frankenberger Geschäftswelt. Das heißt, es geht über Frankenberg direkt natürlich hinaus, auch über die Ortsteile und über den Altkreis Frankenberg, die uns hier sehr stark unterstützen. Andererseits kann man uns natürlich auch unterstützen privat. Unser Spendenkonto ist auf unserer Homepage angezeigt, sodass man dann auch bei Spenden oberhalb von 100 Euro dann auch eine Spendenquittung bekommt, denn unter 100 Euro kann man sie sich aus dem Internet direkt ziehen und wird auch so vom Finanzamt anerkannt. Wir sind für jede Spende dankbar und geben auch gerne Bericht darüber an diejenigen, die größere Spenden leisten, für was sie tatsächlich verwandt wurden. Wir werden in Zukunft immer mehr gefordert werden, gerade auch bei Spenden an Menschen, die in Not geraten sind, wo eben die Öffentlichkeit nicht helfen kann oder auch die Politik nicht helfen kann, weil einfach die Hürden zu groß sind, der Genehmigung, der Nachweispflichten und viele andere Dinge mehr. Frei nach dem Motto der Lions, we serve. Das ist so, und nach diesem Motto arbeitet jeder bei Lions und kommt jeder zu Lions, we serve. Wir dienen denjenigen, die es nötig haben. Aber wir pflegen auch die Gemeinschaft innerhalb unseres Clubs, und es ist auch ein großes Anliegen, dass man hier sehr stark zusammenwächst und füreinander da ist. Günter Weil, Präsident der Lions Frankenberg, vielen Dank. Gerne.